Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei That's Me, der Nummer 1 für alle Männer da draußen, wenn es um Mode und Lifestyle geht. Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar ist es, glaube ich, nach über 2,5 Jahren das erste Q&A, was ich hier mal wieder auf meinem YouTube-Kanal mache. Es sind in letzter Zeit einfach so viele Nachrichten von euch gekommen und ich schaffe es einfach nicht auf Instagram, das alles zu beantworten. Deshalb habe ich gesagt, schreibt mir eure Fragen auf Instagram. Wer mir da noch nicht folgt übrigens, Leute, ich bin da sehr aktiv in den Stories. Ich gehe da ja momentan so 3-4 Mal die Woche sogar live. Folgt mir natürlich auf Instagram. Ihr habt mir super viele Fragen gestellt und ich versuche heute einfach mal so ein paar Fragen für euch da draußen zu beantworten. Und ich laber gar nicht viel rum, sondern ich starte direkt mit der ersten Frage und die kommt so, so oft, wird die mir gestellt. Marc, von welcher Marke ist denn eigentlich deine Lederjacke? Und ich rede nicht von der, die ich jetzt hier anhabe, die ist auch nice, die ist übrigens von Replay, sondern diese hier. Jeden Tag bekomme ich dazu zig Nachrichten. Diese Jacke gibt es leider so, wie sie ist, nicht mehr. Ich verlinke euch natürlich trotzdem sehr, sehr gerne einmal den Hersteller und ich habe euch nochmal zwei Alternativjacken rausgesucht. Checkt's mal ab, eine günstige Amazon-Alternative und eine Jacke von All Saints. Also könnt ihr gerne mal nachschauen. Damit ist diese Frage beantwortet. Sobald es das Original natürlich geben sollte, werde ich mich bei euch melden und euch natürlich den Link dazu schicken. Dann, nächste Frage. Marc, wann kommt endlich That's Me bei Marc Eggers raus? Ich mache doch erst seit 2 Wochen Promo, ihr wollt das Produkt schon haben. Ich habe von Anfang an gesagt, dass das alles ein bisschen dauern kann. Das heißt, vor Juni wird es auf jeden Fall noch nicht rauskommen. Aber das Havax ist made in Italy, kommt aus Mailand. Ich habe aber noch zwei Produkte, der eine oder andere hat es mitbekommen. Den Haferdicker, aka Haferdigger. Jetzt mal in die Kommentare, jeder Hashtag Haferdigger. In die Kommentare und die Gesichtscreme. Die beiden Produkte kommen aus Deutschland, made in Germany. Das heißt, ich könnte theoretisch den Haferdigger und die Gesichtscreme vorher rausbringen. Ihr habt jetzt mal wieder die Möglichkeit, einfach abzustimmen. Ihr könnt es entscheiden. Wenn ihr wollt, dass alle drei Produkte zusammen rauskommen, gar kein Thema. Aber wenn ihr sagt, Marc, wir halten das gar nicht aus, ich habe derbe Bock auf eine Gesichtscreme oder auf den Haferdicker, aka Haferdigger, dann stimmt es einfach mal hier oben ab. Das ist unsere gemeinschaftliche Reise. Ihr könnt Design mitentscheiden, Name mitentscheiden, Produkte mitentscheiden und in dem Fall auch entscheiden, wann die Sachen rauskommen sollen. Also abstimmen hier oben. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ansonsten, nächste Frage. Wie teuer wird denn jetzt endlich dieses Wachs sein? Preis steht tatsächlich noch nicht genau fest. Es wird aber unter 20 Euro sein. Viele Leute hatten Angst. Marc, machst du jetzt auch irgendwie hier so mega teuer, 30, 40, 50 Euro? Nein, es wird unter 20 Euro sein. Genauen Preis kann ich euch noch nicht sagen. Nächste Frage und ich versuche das hier alles relativ schnell irgendwie durchzugehen. Ich habe die Fragen alle so im Kopf, daher zwischendurch gucke ich vielleicht mal aufs Handy, aber die meisten Fragen habe ich noch im Kopf. Marc, kannst du mir 3 Parfüms empfehlen? Jetzt hier wieder offiziell. Wer von euch da draußen Bock hat, Parfüm auf meinen Nacken zu bekommen, ja? Schreibt einfach jetzt in die Kommentare, aus welcher Stadt kommst du und warum möchtest du von mir eine Parfümberatung bekommen? Warum soll ich dir ein Parfüm auf meinen Nacken spendieren? Und mache ich natürlich sehr gerne, aber ich will selbstverständlich die Begründung wissen. Ich komme dann in deine Stadt, ja, egal wo du wohnst, juckt mich nicht. Hauptsache, es gibt da eine Parfümerie und dann darfst du dir ein Parfüm aussuchen. Also, Daumen nach oben in die Kommentare schreiben und jetzt auch mal für alle Leute da draußen, aktiviert mal die Glocke, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. So, welches Parfüm kann ich empfehlen? Es ist wirklich immer typabhängig. Jeder Typ hat einen anderen Charakter, ein anderes Auftreten, Erscheinungsbild. Dementsprechend kann man nicht direkt sagen, dieses Parfüm ist für dich gut. Man muss die Person halt einfach kennenlernen. Aber wenn ich jetzt einen Duft empfehlen würde, der sehr mainstreamig ist, für eine breite Masse geeignet, dann wäre das hier Acqua di Gio Profumo. Das ist ein wirklich, ja, ein richtig, richtig guter, exzellenter Duft. Den können sehr, sehr viele Leute tragen. Den kannst du zu einem Anzug tragen, zu einem Sportoutfit, casual. Der hat eine gute Haltbarkeit. Der ist nicht so aufdringlich, der ist nicht zu kernig. Daher finde ich, dass viele Leute diesen Duft sehr, sehr gut tragen können. Verlinke ich euch natürlich auch unten in der Infobox, könnt ihr gerne mal abchecken. Marc, hast du aufgehört mit Fitness? Nein, ich gehe noch regelmäßig ins Fitnessstudio. Momentan mache ich aber viel lieber Breakdance. Ja, kurzer Einblender hier. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. Ja, ich liebe das einfach, mich so bewegen zu können, ja, einfach die Moves zu machen, mich da noch weiter zu steigen. Klar gehe ich noch weiter Krafttraining machen, aber so dieses extreme 6-7 Mal die Woche nur am Pumpen habe ich ein bisschen zurückgeschraubt. Ich liebe das auch noch, es bringt mir auch noch Spaß, aber ich mache es ein bisschen weniger. Nächste Frage, die ihr mir so oft stellt. Marc, was ist los? Bist du eigentlich Single?
Ja, tatsächlich, der Eggers ist Single, diese Frage auch mal hier beantwortet. Aber ja, ich bin gerade Single. Die nächste Frage, die auch zu diesem Thema kam: Was ist dir wichtig bei Frauen? Sehr, sehr wichtig ist mir Ehrlichkeit. Nächste Frage: Haben Männer, die kleiner sind, schlechtere Chancen bei Frauen? Zu diesem Thema habe ich auch schon mal eine Straßenumfrage gemacht. Okay, ja, weil man hört das ja öfters mal, ne, dass die Frauen sich beschweren, ist zu klein, ich spüre nichts. Ja, ach so. Die Technik macht's, oder? Die Technik macht's. Ich meinte eigentlich die Körpergröße. Auch. Ist es für Frauen wichtiger, dass der Mann größer ist, oder ist die Größe egal? Ich finde es schon wichtig. Dass der Mann größer ist? Ja. Das ist eigentlich egal, also... Sei ehrlich. Und tatsächlich stehen prinzipiell mehr Frauen auf größere Männer. Was aber tatsächlich nicht heißen soll, dass du da draußen, wenn du jetzt kleiner bist, keine Chancen hast bei einer Frau. Das ist völliger Schwachsinn, das ist völliger Quatsch. Es gibt extrem viele Beispiele, wo super viele kleinere Männer richtig hübsche und tolle Frauen an ihrer Seite haben. Man kann nichts dafür, Freunde. Das ist, man kommt auf die Welt, das ist genetisch. Die einen größer, die anderen kleiner, kann man nichts machen. Was ich euch da draußen mit auf den Weg geben kann: Sucht euch bitte Frauen, die euch so lieben, wie ihr seid. Ja? Wenn ihr nur Frauen habt, die euch nur gut finden, weil ihr groß seid, muskulös, Geld habt, Fame oder was auch immer, dann hat das wahrscheinlich nicht so eine lange Haltbarkeit. Weil dann kommt jemand, der ist größer, der ist stärker, der hat mehr Geld, der hat dies, der hat das. Sucht euch Frauen, die euch einfach mögen, wie ihr seid. Geht auf eure Werte und ganz ehrlich, das ist ja auch nur ein äußeres Erscheinungsbild. Natürlich ist das wichtig, ganz klar, müssen wir uns nichts vormachen. Aber würde ich jetzt einfach mal so sagen, mach dir keinen Kopf über deine Größe, weil... Ja, mach dir keine Gedanken über Dinge, die du eh nicht ändern kannst, und bau in dem Fall einfach deine Stärken aus. Die Frage wurde auch sehr oft gestellt: Wie bist du denn zum Modeln gekommen? Ja, viele Leute wissen es mittlerweile gar nicht mehr. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wer das überhaupt damals mitbekommen hat. 2010 war der Eggers beim Supertalent tatsächlich. Ich habe dort Breakdance gemacht und in der Show ging es sehr, sehr viel um mein äußeres Erscheinungsbild. Ja, Dieter Bohlen sagte irgendwie damals: Ja, wenn du so gut tanzt, wie du aussiehst, dann gewinnst du die Show. Als ich auf die Bühne gekommen bin, sagte Sylvie van der Vaart direkt so: Ja, für mich bist du eh schon weiter. So, also es ging halt voll viel um Äußerlichkeiten. Und in den Live-Shows dann sagte dann Bruce Danell zu mir: Mach dir keine Sorgen, ja, die 100.000 Euro, die man hier Siegerprämie bekommt, die verdienst du auf jeden Fall mit dem Model. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record. So, und danach ging es dann los, dass viele Agenturen mich angeschrieben haben. Wie gesagt, ich war ein Tänzer, ich habe mich damit gar nicht befasst, das war gar nicht irgendwie, war nie ein Wunsch von mir, war nie ein Traum, also ich bin da einfach so reingeschlittert und dann war das für mich einfach 4 Jahre lang mein Hauptberuf. Aber so jetzt diese Story einfach mal kurz erwähnt, damit ihr das einfach auch nochmal kurz gehört habt hier. Wie heißt das Lied, was am Ende deines Videos immer läuft? Und das werde ich jetzt auch versuchen zu verlinken, das ist, glaube ich, von Premium Beats, glaube ich. Da kann man so Beats kaufen, das ist jetzt nichts, findet ihr nicht auf YouTube oder so, sonst hätte ich das auch schon längst verlinkt. Dieses When it time, when it go, when I make it. No way, no way, get the model pisser. Ich werde jetzt es raussuchen. Wenn ich das verlinken kann, verlinke ich euch das definitiv in der Infobox, weil das werde ich auch permanent gefragt. Wo ist das Lied her? Wo bist du geboren? Ich bin in Hamburg-Harburg geboren. Rauchst du? Nein, ich habe noch nie geraucht. Bin auch da voll der Anti, ja, ich mag einfach Rauchen gar nicht. Für mich wäre das zum Beispiel auch ein Grund, mit einer Frau nicht zusammenzukommen, wenn sie raucht. An alle Männer da draußen, ja, hört mir bitte zu. Bitte lasst die Finger von Zigaretten. Fangt mit dieser Scheiße nicht an. Ich persönlich habe es nie gemacht. Wenn jetzt irgendjemand da draußen sagt: Marc, du bist vielleicht ein Vorbild, ich schaue zu dir auf, dann nehmt euch diese Worte zu Herzen und lasst die Finger von Zigaretten. Ganz, ganz wichtig. Natürlich, Alkohol, Drogen, auch alles nicht cool, aber diese Scheißraucherei geht mir mega auf den Sack. Ihr schadet eure Gesundheit und ich weiß, das klingt immer so nervend und so belehrend, aber ich habe das mit 18 gedacht, ich habe das mit 15 gedacht, ich denke das jetzt noch mit 24, nein, mit 32, so. Aber bitte Leute, wenn ich euch was mit auf den Weg gehen kann, dann lasst diese Scheißraucherei sein. So. Das war ein gutes Schlusswort, Leute. Ich hoffe, ich konnte ein paar Fragen beantworten. Mein Name ist Marc Eggers. Schreibt weitere Fragen in die Kommentare, was ihr wissen wollt. Dann mache ich vielleicht so einmal im Monat so ein Q&A. Für alle Leute, die Parfüm auf Nacken bekommen wollen, schreibt eure Stadt in die Kommentare und warum. Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren. Wir sehen uns beim nächsten Video. Peace out. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record, yeah. For the record, yeah.
Reggae. For the Reggae. For the Reggae. For the Reggae. Been a little too nice to y'all. Now I gotta up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. Frozen. 86 all the hate.